Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Fortnite. Es gibt mal wieder kostenlose Items bzw. kostenlose EP, die wir uns freischalten können. Dafür sind es relativ simple Challenges. Ich werde euch dazu alles in diesem Video zeigen. Außerdem wird ja am Donnerstag dann auch noch die Woche 6 Challenges rauskommen. Dazu gibt es natürlich auch ein Video. Und zu allen Änderungen, die es jetzt heute mit diesem Update gab, wird es natürlich auch noch ein Video geben. Wenn ihr dazu nichts verpassen wollt, würde ich mich natürlich freuen, wenn ihr ein Abo da lasst. Und ich würde sagen, wir beginnen mal direkt mit der ersten Challenge. Und zwar geht es wieder um unsere Korallen, die ja hier oben auf dieser Insel sind, die by the way auch gar nicht auf der Karte tatsächlich angezeigt wird. Aber dort hatten wir ja schon vor 2 oder 3 Wochen eine Challenge und jetzt kommen hier immer die nächsten Challenges rein. Als erstes müssen wir hier einmal zum Leuchtturm gehen, der befindet sich ja hier so links nördlich über Pleasant Park. Und dort müssen wir einfach einmal rauf pickaxen und dann schaltet sich die nächste Stufe schon frei, beziehungsweise dann erledigen wir die erste Stufe. Im normalen Game würde sich das auch hier updaten, das heißt, hier würde dann etwas Richtiges entstehen. Dazu fehlen allerdings noch die 2 weiteren Parts von dieser Challenge. Also es ist insgesamt eine 3-teilige Challenge und wir können immer zurzeit erst nur den ersten Part abschließen. Aber eine Challenge, wo wir auf jeden Fall schon alles freischalten können, ist auch schon verfügbar. Dafür müssen wir einmal zur Insel selbst gehen und dort insgesamt wieder 300 Steine sammeln. Und dort können wir dann auch einmal etwas bezahlen, ne, damit das Ganze sich eben halt upgradet. Ich werde euch einmal zeigen, wie man das machen muss. Hier die Steine sollten auf jeden Fall ausreichen, um locker auf die 300 Steine zu kommen. Kann man wahrscheinlich dann aber eben halt nicht machen, wenn man mit mehreren in der Runde ist. Aber wie gesagt, ihr müsst das eben halt auch wahrscheinlich in der normalen Runde machen. Im Kampflower müsste das nicht gehen. Da müsst ihr ganz einfach hier einmal an dem Punkt mit dem Ganzen hier interagieren. Und dann sollte eine Pyramide entstehen und da bekommt ihr direkt schon 25.000 EP. Wie gesagt, bei der anderen Challenge fehlen noch 2 weitere Parts, um dort auch die 25.000 EP zu bekommen. Werden wahrscheinlich mit der Zeit jetzt auch noch reinkommen oder wenn, vielleicht ist es auch schon drin und wir müssen es erstmal nur finden. Auf jeden Fall, wie gesagt, ist es zurzeit noch nicht verfügbar, beziehungsweise hat es noch keine gefunden. Wenn es dazu noch weitere Informationen geben sollte, werde ich natürlich auch nochmal ein Video machen und ich würde mich natürlich auch freuen, wenn ihr auf meinem Twitch-Kanal vorbeischaut. Link dazu ist natürlich wie immer in der Videobeschreibung und wenn euch dieses Video gefallen hat, könnt ihr gerne dieses Video natürlich bewerten und dann bis zum nächsten Video. Ciao.